Die sind nicht so fett wie Kohl. Ja. Ja. Kohl macht nämlich gar nicht fett. Das war so schlecht, oder? Ja, war's. Aber langsam kommen wir auf Let's Player-Niveau, würde ich sagen. Nein. Er kommt immer noch näher. Er kommt. Da, ich schieß auf Scheiße. Ihn. Ich schieß auf ihn, ich mach ihn kalt. Das bringt nichts. Ach, das bringt viel, dass der ist. Gucke, der ist tot, siehst du, der ist weg. Steigert die Moral, oder? Wahrscheinlich. Ja. Mein Magazin ist fast leer. Das ist leer. Das ist jetzt nicht so toll. Da ist noch der Puma. Naja, der ist. Ah, gut, der ist weg. Kann man gut, dass ich mir aber die Munition geklaut habe. Hey. Ja, ich hatte ja eigentlich auch ziemlich viel Munition, aber die sind einfach alle. Leer geschossen. Ja, na, irgendwann geht Munition halt mal leer. Das ist halt nicht so wild. Ich habe ja noch eine Schrot. Ja, habe ich auch. Schieber. Es ist noch nicht vorbei. Lad besser nach. Wie das quietscht. Boah, das sehe ich mir bald nicht. Das erinnert mich gerade an Viking Battle for Asgard. Da gab's nämlich ganz schrecklichen Sound, wenn du so Seile hochgeklettert bist. Das hat sich wie Alufolie oder Plastikfolie, die du zerknirschst, angehört. Wirklich? Mein Gott. Ja. Und du musstest immer B drücken, um irgendwas zu benutzen. Oder so ein Tor zum Beispiel aufzumachen, wo Leute von dir gefangen sind, immer B drücken. Ja. So, das Geschütz ist ausgeschaltet. Fand der Schrei so lange. Der kleine Vieh erledigt. Da ist noch eins. Ja, da hinten noch ein bisschen Kappen. Ach, verdammt. Ah, verdammt. Ja, ich seh's, ich seh's. Aber der sollte ja... ja, keiner mehr sein. Die sind ja nicht so agil. Obwohl sie richtig fett rollen können, sind sie nicht agil. So, war's das? Das war's. Ja. Das Fahrzeug. Brauchst du mir nicht zweimal sagen. Hier ist doch schon mal ein Fahrzeug. Ja, damit fahren wir jetzt los. Ja, da passen sie wahrscheinlich noch nie mal rein. Ja, das ist wohl wahr. Aber sie können es umkippen und dann können. Vielleicht passt einer gerade so in die Fahrerkabine und dann. Hinten der, auf die Ladefläche. Entweder das oder alle oben drauf. Genau. Irgendwo aufs Dach. Earth. Was? Nein, nicht Earth steht da, oder? Gears Fight for Freedom. Gears, was heißt denn eigentlich Gears? Gears. Ja. Kennst du nicht Top Gear? Das bringt's mir jetzt nicht so. Ah, ist auch egal. So Zahnräder und so weiter. Ja, stimmt. So was. Ja. Jetzt. Glaube ich. Ach so, Zahnräder des Krieges. Ja, komischer Name für ein Spiel. Definitiv ein komischer Name für ein Spiel, oder? Naja, eigentlich macht das Sinn. Ja, irgendwo schon, aber. Wir sind verlangsamt. Oh mein Gott. Hey! Hey, Alter! Ich rede mit dir, Arschloch! Mir? Leck mich! Ich glaube mit mir. Obwohl, man kann es nicht genau einordnen, in welche Richtung du guckst. Na, vielleicht redet auch mit Bert. Brutal Legend hat eine gute deutsche Synchro. Welches Spiel? Brutal Legend. Das ist das Spiel mit Jack Black. Kenne ich nicht. Das weiß ja gar nichts. Du bist uninformiert. Och, warum bin ich immer uninformiert, nur weil ich mein Spiel nicht kenne? Das gibt's übrigens, glaube ich, zum Budgetpreis für 20 Euro oder so. Das ist auf jeden Fall wert. Ja, dann kaufst du doch. Vielleicht. Dein Auftritt, Doc. Keine Sorge, hab's kapiert. Könnt auf mich zählen. Hey, Santiago. Was machst du denn hier? Nichts Neues von der Lady. Wenn ich was höre, erfährst du's. Ich möchte nicht, dass man uns zusammen sieht, okay? Ist nicht gut fürs Geschäft, Mann. Überlass mir deinen Junker. Was? Mach keine Witze. Im Ernst, wir brauchen ihn. Tut mir leid, dass du Probleme hast, Mann, aber meinen Wagen kriegst du nicht. Du schuldest mir was, das möchte ich einlösen, und zwar jetzt.
Okay. Okay, Mann. Ich mach mit. Yo, unter einer Bedingung. Hier haben sie Yo wieder richtig geschrieben. Die bleiben hier, Yo. Ja. Wir können die Waffe gebrauchen, Mann. Yo, yo. Vielleicht heißt der Typ ja auch einfach nur Yao. Könnte ja sein. Er steht an der SV-Tankstelle. Hol ihn dir doch einfach. Woher willst du denn das wissen? Hey, yo. Yo, Santiago. Hat sich nicht so angehört, als ob jetzt da jemand wir quitt. Keine Gefallen mehr. Arsch. Die sind ja alle so freundlich. Das ist genau. So unglaublich liebenswürdig. Bird macht schon wieder Stress. Naja. Einbruch der Nacht. Vorposten. Also, wohin geht's, Franklin? Chaps Tankstelle, Ecke F Street und 13. Da werden sich eine Menge Locust auf dem Weg rumtreiben. Verdammt richtig, Mann. Ihr braucht Munition von unseren Kontrollpunkten. Der erste ist beim Fluss. Wenn ich euer Arsch wäre, würde ich selbigen da pronto hinbewegen. Geschnallt? Ja, dann bewegen wir unseren Arsch mal dahin, oder? Kann sein, dass wir schon Kapitel 3 sind? Also nee, Akt 3? Das ist 2 noch. Sicher? Weil irgendwie hieß das jetzt Vorposten und nicht mehr Schrot. Schrott, glaube ich, meinst du. Na, Schrot stand da, glaube ich, immer nur ein T, oder? Ich glaube, das war Schrott. Ja, ist ja auch egal, auf jeden Fall. Jetzt stand Vorposten unten drunter und ich glaube... Ja, okay, jetzt steht... Einbruch der Nacht ist... Achso, Einbruch der Nacht, na gut. Geh weg. Oh, jetzt ist. Wer weiß das schon? Wir werden es merken, wenn das Spiel vorbei ist. Ah, was ist denn jetzt los? Was denn? Ja, ich weiß, ich habe gerade Bug drin. Genau denselben, den du auch hattest. Oh. Und das ist doch schön. Also nicht für dich, aber. Und ich bin tot. Ja, und ich vegetiere so für mich rum. Ja. Du bist verbuggt. Oh, cool. Ja, ich musste jetzt leider sterben. Ja. Na, jetzt weißt du aber, was ich meinte. Ja. Man kann nicht schießen, man kann. Ja, es wird Zeit. Man kann seine Waffe wechseln. Das hat zumindest bei mir geklappt. Ja, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Weil das fand ich jetzt nicht so wichtig. Das ist aber wichtig. Ich meine jetzt in dem Moment. Oh, Granate! Oh. Wow, wieder blenden. Da war doch noch irgendwo ein Schuss, oder? Ja, den mache ich gleich kalt. Und er ist kalt. Das ist für mich. So. Ist da noch irgendwo einer? Nö. Oh, ich höre da was. Doch, da ist einer. Ach, da. Okay. Jetzt ist meine Munition noch fast alle und ich höre Flatterviecher. Der Flatterviecher. Na, hörst du das nicht, dieses... Naja. Dieses vogelartige Zwitschern? Der nicht hört. Naja, vielleicht hast du auch nicht so lange gedreht wie ich. Das kann ja auch sein. Oh, verdammt. Ja, ich fahr einfach mal weg. Ach, dann stelle ich einfach auf den Lancer und knall alles ab, was hier mit mir vor der Flinte kommt. So hat das ja eigentlich hier schon überhaupt funktioniert. Wieso? Ja, viel Taktik haben wir bisher noch nicht benutzt. Willst du das irgendwas Vogelartiges stimmen? Oh. Oh. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Hab's doch gesagt, da hat irgendwas gezwitschert oder. Ja. Hat so komische Geräusche gemacht, die Vögel machen. Böse, untote Vögel des Grauens. Diese Vögel meine ich. Oder vielleicht auch einfach nur Low-Cost-Vögel. Ja, ob die mit eingeschleppt haben. Wahrscheinlich. Weiß nicht. Ich glaube nicht, dass es so wie bei Half-Life ist, wo da irgendwas durch ein Dimensionsportal mal gekommen ist. Ja, ich glaube aber auch nicht, dass es das vorher schon mal auf der Erde gab. Das glaube ich auch nicht. Naja, bin ich dabei? Da bin ich mir dann doch schon ziemlich sicher, dass das die Aliens waren. Vielleicht ist die Low-Cost bloß eine Art, die sich aus dem Maul wirfen so entwickelt. Vielleicht. Über den Fluss. Kontrollpunkt 1 sollte direkt vor euch liegen. Wie geht's, Bert? Scheiße, irgendwer hat rausgefunden, dass Cole Trashball gespielt hat. Und jetzt geht's nur noch, oh, Cole Train, erzähl mal. Und hey, Nummer 83, unterschreib auf meinem Shirt. Oh. Wo zum Teufel seid ihr, Jungs? Wir arbeiten daran. Bleibt ruhig.
Die Antwort war passend. Das ist wirklich die super Ortsangabe. Ja. Bleibt da! Wir kommen rüber! Bleibt unter dem Licht! Unter dem Licht? Und da geht die kaputte Leuchtung noch kaputt. Guck mal, ein Sprengler. Hm. Brauchst du Munition? Ja. Komm mal her. Also ist was? Ein bisschen. Ja, sind sie. Und sie haben gerade die Typen an Kontrollpunkt 1 gespielt. Hast du das alles selbst gemacht? Das heißt, sie kommen hier. Ja, natürlich. Johnson, überprüf das Licht. Johnson. Ey, Mann, beweg dich. Kontrollpunkt 2 liegt vor uns. Da werden wir. John. Wie nennen wir Charaktere im Spiel? Wie jetzt? Ja, bei dem Thema. John kommt schon ziemlich oft als Name vor. John Marston, John Shepard. Mhm. Johnson. Das ist hier das Inferieur zersägen. Kann ich das Kabin nicht zersägen? Das wollte ich mir doch nicht sagen. Oh Mann. Oh Mann. Im Draufschieß macht's Geräusche. Tja, wie bei echten Klavieren. Ja, ja, also. Oh, ein Fass. Macht doch nicht gleich ein Fass auf. Na dann. Schieß auf die Tanks! Ja. Okay, dann schieß ich mal auf den Tank. Da ist auch noch einer. Da lag mir sowas drauf. Mhm. Scharfschützengewehr. Und jetzt geht's ein paar auf das Gesicht. Ich versuche dich mal anzuschleichen. Mach was du nicht. Tu was du nicht lassen kannst, so. Ah, auf mich aufzu. Ich könnte mal aufnehmen, mich. Ach, das Nachladen, das ist irgendwie ein blödes System, auch wenn es eigentlich nicht schwer ist. Ja, und wenn man dann mal versagt, wie ich bei meinem Scharfschützengewehr gerade, dann dauert es ewig. Ja. War's das? Schieß ab jetzt auf jeden Propan-Tank. Wir brauchen das Licht. Ja, sieht's aus. Das wird den Leuten hier nicht gefallen, Markus. Sie genießen den Scheiß. Entweder so oder die schlachten uns ab. Also tun wir's. Doch, wir machen es einfach mal. Ist ja nicht unser Gas. Mhm. Wow. War das eben wegen dir? Ja, glaube schon. Aber ich habe hier was gefunden. Deswegen. So eine Marke. Oh, so eine Core-Marke oder wie heißt das? Ja, genau. Ja. Genau. Hinter dem Schrank ist sicher. Da müssen wir rennen. Ah, da links ist so ein Kanister. Ich bleib mal kurz hier und gucke mal. Was ich hab das Ding kaputt geschossen. Du könntest Ich könnte, aber wir haben ja immer noch ein nettes Geschütz vor uns. Ja, entweder du machst das jetzt als Scharfschütze weg oder ich bin wir gleich gehen davon. Durch das Gebäude. Warte, wir gucken mal, wie wir das am besten lösen. Ah, ich sehe das Geschütz von hier aus nicht. Schon ziemlich weit vorne. Ja, dann mach du das. Ich erledige den anderen Typen, der dabei ist. Da stehen zwei. Genau, so. Ausgeschaltet? Einer ist da noch, einer ist da. Ah, ich sehe ihn. Da, die Schritte. Hä, was war ein Headshot? Herze. Fällt ganz schön was aus. Mhm. Oh, ich kann das Sofa auch kaputt schlagen. Aber Sägen macht mehr Spaß. Ja, komm, das lass mal. Ah, Krabbelspasti, Krabbelspasti, Krabbelspasti. Oh. Das war ja Zufall. Bist du da? Alles okay? Scheiße, ja, Baby. Wir haben Anschluss. Die geben uns richtig geiles Essen. Internet? Oder was meint er mit Anschluss? Ich weiß es nicht. Bert muss sich erst noch eingewöhnen, du weißt schon. Bert soll die Fresse halten und essen. Wir sind bald zurück. So super geschrieben, dieser Dialog. Ich glaube auch, dass da die Übersetzer irgendwas verkehrt gemacht haben, also. Die waren nicht ganz nüchtern. Wahrscheinlich. Auf jeden Fall kommen da vorne erstmal wieder Viecher. Ja. Vielleicht können wir hier wieder über die Seite gehen. Ich komme mit meinem Scharfschützengewehr. Ich komme mit meinem Scharfschützengewehr gut aus. Dann schleiche ich wieder, wenn man das Schleichen nennen kann.